plus F und hier. So, keiner wählt die Nummer. So. Und dann plus GA. So, 250 Euro. Wir suchen ein Volkslied. Plus G plus so. Volkslied. Los geht's. Straßenblag, T ist gleich D, ohne E. Plus das da, was ist das? K und E ist raus. Das sind K und E, ich hoffe, Sie können das erkennen. So. Plus das da, ohne S, plus F, plus GE, plus Gangen. Einfach, 3, 2, 1, los! Runde läuft. Runde läuft. Wir suchen ein Volkslied. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Konzentration, was suchen wir für ein Volkslied? Am Anfang vielleicht ein bisschen schwieriger und dann wird es aber immer einfacher. Nämlich... So, 250. Das kennen Sie. Ein reines Volkslied. Sie haben einen Gesamtgewinn von 250 Euro jetzt. Direkt. Kein Jackpot, nichts. So, da gehen Sie jetzt mal durch. Straßenbelag, T ist gleich D ohne E. Plus das da. Banane, Leute. So. Plus. Was ist denn das? Das ist eine Holz, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann ohne K und ohne E. Plus. Nicht Schwein, sondern ohne S plus F. Und dann gegangen. Kennen Sie doch, Leute. Jetzt machen Sie keinen Quatsch da. Gibt's doch gar nicht, dass das so schwer ist. Hören Sie auf. (01379) 444-999. Achtung. Wer da draußen vorm Fernsehen sitzt. Wir suchen ein Volkslied. Welches? Da steht's. Nur ablesen. Nur ablesen. Und Button blinkt. Sie haben einen Gesamtgewinn von 250 Euro, liebe Zuschauer zu Hause. Wollen Sie die Kohle oder nicht? (01379) 444-999 oder 0901 und 744-99. Es interessiert mich jetzt nur, was Sie mir als Gesamt
als gesamtes Lösungswort hier raussagen. Der Rest ist mir egal. Hauptsache, Sie haben hier die gesamte Lösung. So, und der Hot-Button ist am Blinken. Ein reines Blinke-Blanke-Blunke. Haben Sie raus? Durchgehen, bitte. Von hier oben, zack, hier durch, zack, und dann hier runter und braun, braun, und dann zack, und dann bloß F, und dann verstehen Sie? Ja. Also, es gibt vielleicht Zuschauer, die hier keine Ahnung haben. Ja, mag sein. Aber wir haben auch Zuschauer, die wissen genau, was da rauskommt. Und genau die Leute brauche ich jetzt. So, wer traut sich? Es ist ein Volkslied, kennen Sie alle. Sie bekommen 250 Euro sicher. Zwei. Was? Quatsch. Sieht gut aus. Das nächste mal ich anders. Das nächste male ich anders, und zwar das nächste, was ich male, ist ich hab's. Liebe Fernsehleute, ich bin heute so gut drauf. Ja, haben Sie das gesehen? Haben Sie das gesehen? Ich könnte die Welt umarmen. Ja, so gut bin ich drauf. Das meine ich ernst. Heute ist ein geiler Tag. Und wieso ist heute ein geiler Tag? Nein. Nein. Warum denn? Bin ich raus oder was? Was? Ja, liebe Fernsehleute, mein Redakteur, mein Chefredakteur hier vom Tag sagt gerade, du bist heute so gut drauf, weil dein letzter Tag ist. Sag ich, wie mein letzter Tag? Wie mein letzter Tag? Ich habe doch noch eigentlich bis einschließlich Freitag eigentlich zwei Sendungen pro Tag. Nein? Oh, davon weiß ich ja noch gar nichts. Jetzt kriege ich so eine Live-Sendung einfach mitgeteilt, dass ich komplett raus bin. Ich kann ja mal die Zuschauer sagen, dass sie in der Zuschauerredaktion anrufen sollen. Revidierst du deine Meinung? Oder ich einfach mal vom Ralf die Handynummer hier rein. Rufen Sie den mal an, wenn Sie wollen, dass ich hier bleibe. Nein, heute ist wirklich ein schöner Tag, ernsthaft. Da steht gerade der Chef vom Tag steht gerade hier, also der zukünftige Chef vom Tag. Und 250 Euro, wenn Sie mir das singen können, kriegen Sie 1,50 Euro. Zack, in Ihren Hut geworfen von mir. Entschuldigung. Ja! T ist gleich D. Mann, Björn! Was ist denn das für ein Volkslied? So, und jetzt kommt gleich das mega Knaller-Volkslied. Wer ist am Telefon? Ja, hallo Max, hier ist Monika. Monika, wie geht es Ihnen? Oh, wunderbar. Fantastisch. Deine gute Laune steckt wirklich an. Mal ganz ehrlich. Vorher ging es mir noch nicht so gut, aber jetzt schon. Man muss da wirklich dazu sagen, viele sagen ja immer, ne, oh, Schradin, man sieht ja, wenn du nicht gut drauf bist und so weiter, das sieht man hier. Du sitzt da immer im Studio rum, immer so schlechte Laune. Mir wird ja immer nachgesagt, ich habe immer so schlechte Laune und so. Also das merkt man dir aber nie an. Da muss man dazu sagen, das merkt man mir nicht an. Also es gibt ja immer mal wieder Dinge, wo ich schlechte Laune habe. Heute geht es mir fantastisch. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und ich mich genauso. Aber singen kann ich es nicht. Gut, dann sagen Sie mal auf jeden Fall, was für ein Volkslied ist. Und Sie haben genau hingehört und genau aufgepasst. Ich würde sagen, der Mond ist aufgegangen. Das ist fantastisch. Es ist fantastisch, hätte keiner besser machen können. 250 Euro. Ich freue mich riesig. Es ist toll. Dir. Es ist toll. Bleiben Sie am Telefon. Warte. Was? Nein, sie konnte sie ja nicht singen, hat sie ja gesagt. So, mein Kameramann sagt jetzt. So, jetzt kommt das Volkslied. Und wir haben hier einen, der zukünftige Chef vom Tag steht hier bei mir. Es war früher, liebe Fernsehzuschauer und Zuschauer, ein Musical-Star. Das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Das heißt, dieser Musical-Star kennt sich selbstverständlich auch mit Volksliedern aus. Und dieses Volkslied mal ich nur für... Was ist ein Volkslied? Du weißt nicht, was ein Volkslied ist? Zum Beispiel, zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuhe. Ne, 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 ne. Oder, jetzt kommt dieses Volkslied. Das kennst du, jetzt pass auf. Achtung, jetzt kommt der Knaller. Volkslied, Volkslied. Und jetzt Achtung. Jetzt, liebe Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer, K.
knallt's. Trommelwirbel. Fantastisch. Nur so kann ich arbeiten heute und ich könnte die Welt umarmen. Liebe Fernsehzuschauer, nicht Sie drehen sich um die Welt, sondern die Welt dreht sich um Sie. Fantastisch. Ich hätte Sie schöner sagen können. So, jetzt Achtung. Jetzt kommt der absolute Knaller, Freunde. Trommelwirbel ist da. Sie kriegen 300 für dieses Ding. Weil das ist das Schwerste, was es jemals gab. Achtung. Schreibe ich so, ne? Oder? So. Das wird der Knaller. So, jetzt Achtung. Plus, Achtung, es kommt der Knaller. So. Bitte Achtung. Das da ist doch Plus, das siehst du doch. Plus. So. Und jetzt Achtung. Jetzt Achtung. D ist gleich SCH. Ja? Geil. So, ihr müsst ja mal gucken. Nein. Plus. Ja, mein Kameramann hat's, weil er weiß, dass ich so intelligent bin und so schlau und so kreativ. Verdammt nochmal. Plus. Und jetzt Achtung. Was ist das? Los geht's! 3, 2, 1, go! La 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 la. La 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 la. So, wir gehen es gemeinsam durch. Die erste Zahl heißt minus S plus. Plus, was ist denn das? 300 Euro, Freunde. Ja, mein Redakteur weiß es nicht. Mein Producer, der Chef vom Tag. Ich erkläre es dir jetzt, oder was? Die erste Zahl heißt, so, vorne K minus S. Da haben wir das, ja? So, das nächste. Was ist das? Wie, du weißt nicht, was das ist? D ist gleich SCH. Plus, was ist das? Volkslied. Sag mal, Leute, raffs. Sag mal, hast du das nicht raus, oder was? Björn, liebe Fernsehzuschauer zu Hause, könnten Sie mir bitte sagen, was das ist? Es ist ein Volkslied. Es ist ein reines Volkslied. Tja, wir gehen es nochmal durch. Liebe Zuschauer, haben Sie keine Ahnung? Es hat keiner. Keiner weiß, was es ist. Keiner. Es weiß keiner, was es ist. Ich mache jetzt eine Melodie, liebe Fernsehzuschauer. Musik aus! Achtung, liebe Fernsehzuschauer und Zuschauer, ich werde jetzt. Sie schauen bitte nur aufs Bild, nur aufs Bild schauen. Und hören jetzt Achtung auf diese Hymne, möchte ich fast sagen. Na 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 na
3, 2, 1, go! So, jetzt hat gerade mein Redakteur... Das ist nur ein Beispiel, klar. Das ist ein... Was ist denn das? Italien. Was ist das? Nur ein Beispiel. Hier, Beispiel. Ja? Das ist kein Dorf, das ist keine Stadt, das ist ein... Ja, das in der Mitte soll ich erklären. Türkische Spezialität, liebe Zuschauer. Ja? Sie kennen doch das Volkslied. Ja? Das ist eine türkische Spezialität, das ist am Spieß. Wie heißt denn das? Mein Kameramann hat sofort gehabt. So, und kein anderer hier. Wie heißt denn das Lied? Ja, Gott sei Dank kommt Marc gleich wieder, damit ich mir morgen auch noch Schlümpfe kaufen kann, liebe Zuschauer. So, es geht um ein Volkslied, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und heute, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin fantastisch gut drauf. Es ist heute tatsächlich so, ja, es ist heute tatsächlich so, nein, Call-Taxi ist mein Format. Und es, ich will auch nicht, dass irgendein anderer mehr das moderiert. Das ist mein Format. Ich fühle mich so wohl in diesem Format. Das macht mir einfach Spaß. Ja? Das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen und auch betonen. Call Taxi, liebe Fernsehzuschauer und Zuschauer, ist meine Sendung. Und es ist eine der schönsten Sendungen am Nachmittag, die es gibt. So, und für den Marc nochmal, ich könnte die Welt umarmen. Ja. Also, liebe Fernsehzuschauer, das hier ist eine türkische Spezialität. D ist gleich SCH. So, zugeschlagen. Mein Redakteur Björn Bär, Fußnagel, Bärlauch, hat es nicht rausgehabt. Wer ist am Telefon? Ja, hallo, hier ist Marianne. Marianne, haben Sie es sofort gewusst? Ja. Ohne, dass ich singen musste? Richtig. Ja, Björn, hast du es gehört? Marianne hat es sofort gewusst. Aber singen kann ich nicht. Nee, singen können Sie nicht, macht aber nichts. Kein schöner Land. In dieser Zeit. Genau. Kein schöner Land, so heißt der Titel. Und klar, es soll ein Döner sein, ja? Ja. Fantastisch. Prima. Sehr gut. Bleiben Sie am Telefon. Ja, Sie haben 300 Euro gewonnen. Ja, toll. 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 So. Ach ja, Wortsuche, liebe Fernsehzuschauer und Zuschauer. Gehen wir heute eigentlich früher in die Matz? Ich habe gehört, der Marc geht ja heute früher drauf, ne? Ah, er macht gerade so schnell so Phase, liebe Zuschauer. Ja, gut, wir starten in 3, 2, achso, was gibt's denn überhaupt für ein Wort, bitte? 150 Euro, liebe Zuschauer. Und da, ja. Liebe Zuschauer zu Hause, was steht denn hier? 3, 2, 1, jetzt! +1 3 7 9 4 4 4 9 9, Sie bekommen 150 Euro. Seien Sie bitte 18 oder älter. Ist ja schon wieder Viertel nach 6. Viertel nach 6? Das gibt's ja gar nicht. Björn, sag mal, machen wir eigentlich morgen Feierabend? Nein. Machen wir am Freitag Call-Taxi? Ja? Nein. Wer macht mit mir am Freitag Call-Taxi? So. Getroffen. Wer ist am Telefon? Guten Tag. Ja, schönen Tag, mein Name ist Drews, Eva. Frau Drews, ja. Sie haben nichts mit dem Schlagersänger zu tun. Nein, habe ich nicht. Frau Drews, ja. Sie müssen ganz, ganz wichtig, ganz genau hinschauen, weil es sein kann, dass Sie eventuell nicht richtig liegen. Ja. Was haben Sie? Raumfahrt. Sie sagen Raumfahrt. Ja, nee, sehe ich ja schon. Raum? Sehen Sie, dass es nicht geht? Nee, ja, ich sehe schon, ja, alles klar. Scheiße. Passen Sie auf, Sie kriegen 20 Euro... weil das, wenn Sie jetzt nochmal genau hinschauen, haben Sie es sofort. Ärgerlich. Sie kriegen 20 Euro, bleiben Sie mal am Telefon, ja? Ja, okay. Tschüss, meine Liebe. Jo, tschüss. Und ich habe noch gesagt, genau hinschauen, bitte. Es ist nicht so das, was Sie, gerade beim Lesen, ist es der Dame selber aufgefallen. Haben Sie gesehen? Raumfahrt?
Kann nicht sein. Raumfahrt ist ja noch ein U. So. 3, 2, 1, go! So, und es kommen noch 100 Euro obendrauf. 250. Und jetzt bitte mal genau hinschauen. So, wir haben mittlerweile 5 nach 6. Sendung ist gleich aus. Das geht heute alles sehr, sehr schnell. Und irgendjemand, der da draußen sitzt, hat vielleicht eine Lösung. Björn, ich weiß, ich nerv dich heute nicht, weil ich so gut drauf bin. Ich kann dich gar nicht nerven, weil du mich so lieb hast heute. Sag mal, wann ist denn morgen eigentlich Feierabend? Um wie viel Uhr? Ich habe den Slot ja noch nie gemacht. Es ist ja wie 19 Uhr bis 20. Ach ja. 01379 444999. Achtung. Höchste Konzentration. Es geht um 250 Euro. Wer moderiert denn morgen Calltaxi bitte? Oder 0901 und 74499. Wer moderiert morgen Calltaxi? Was ist denn los? Ich höre da leichte. So. Es ist nicht Raumfahrt und Sie haben einen Gesamtgewinn von 250 Euro. Ob Sie es glauben oder nicht. Es ist nicht die Raumfahrt, sondern gehen Sie es durch. Sie werden auf einmal sehen, ah, ich fange nicht mit dem R hier an, sondern ich fange mit was für einem Buchstaben an? Mauer geht nicht. Fehlt das E. Was könnte es denn noch sein? Nee, man liest die Raumfahrt. Und sonst liest man eigentlich sofort das Richtige, oder? Geht ja nicht anders. Maus kann man auch nicht sehen, man kann nur Mau oder Maut. Die Maut? Nein. Es steht fast da. Rau ist schon gar nicht schlecht. Rau. So von der Leseweise her. In dem Wort kommt Rau drin vor. Rau kommt drin vor. In Ihrer Lösung. Hundertprozentig. Das Wort Rau stimmt. Diese drei Buchstaben sind also in der richtigen Reihenfolge hier schon. Rau ist schon gut. Was ist heute für ein Tag? Mittwoch, ne? Mittwochabend schon wieder, kurz nach 6. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Hammer, wie die Zeit vergeht. 0901 zu 47499, wenn es Zuschauer gibt aus Österreich, die hier tatsächlich eine Lösung haben. Ich gebe Ihnen mal einen Anfangsbuchstaben vor. Musik aus. Liebe Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer, dieses bärlauchartige, björnische Gewächs, liebe Zuschauer, beginnt mit dem Anfangsbuchstaben und jetzt Achtung. T! 3, 2, 1, Sie. Es beginnt mit dem Buchstaben T. Button läuft. Runde läuft auch. In wenigen Minuten ist meine Sendung aus. Ob Sie es glauben oder nicht. Und liebe Fernsehzuschauer und Zuschauer zu Hause, heute kann auch Ihr Tag sein, ob Sie es glauben oder nicht. Und ich muss auch noch Postkarten ziehen. Dafür, für die Postkarten heute, habe ich mir eine Glücksfee eingeladen. Diese Dame ist 29 Jahre alt. Man sieht es ihr kaum an. Hier ist für Sie unsere Glücksfee, Björn Bär. Kommst du bitte? Es ist dein Auftritt. Hörst du die Musik? Du bist meine Glücksfee. Kommst du bitte hierher? Nein. Björn, ich krieg dich. Kommst du bitte ins Studio und ziehst für uns die Postkarten? Wieso denn? Wieso denn? Holger. Also, Björn, ich darf dich nicht mehr ansprechen. Holger hat mich gerade geschimpft, der Redakteur der Sendung. Ich soll bitte beim Spiel bleiben und jetzt nicht ablenken irgendwie hin und her. Es tut mir leid. Er hat natürlich recht. Liebe Zuschauer zu Hause, 9 Buchstaben.
Wir hatten gerade eben eine Falschantwort. Es war Raumfahrt. Die ist es nicht. Es muss mit dem Anfangsbuchstaben T beginnen. So, Sie bekommen jetzt nicht nur 250 Euro, sondern 300. Und ich muss auch noch Postkarten ziehen. 01379444999. Was könnte es mit dem T auf sich haben? T und dann noch 8 Buchstaben. So, Freunde, es geht um 300 Euro und der Button blinkt. Das sehen Sie gerade. Hätten wir die falsche Antwort nicht bekommen, hätten wir schon längst was anderes gespielt. 0901 0744 99 aus Österreich. Sie können mir auch gerne SMS schicken, 444-999 und zack! Konzentration, Achtung! Und Hot Button blinkt weiter. Beginnen Sie mit dem T, da oben ist es. Und wichtig ist erst ab 18. Ganz kurz nochmal, ich muss es nochmal einwerfen. Am Wochenende ein riesengroßer Event. 9 Live hat Geburtstag und feiert 6 Jahre. Es gibt mehrere Autos zu gewinnen. Es gibt mehrere 10.000 Euro an Preisgeldern. Da sehen Sie es nochmal. 6 Jahre 9 Live, die große 9 Live Geburtstagsshow. Ja. In 3 Tagen, nämlich der 1. und 2. September. Liebe Fernsehzuschauer, ich bin leider nicht da. Aber dafür meine ganzen Kolleginnen und Kollegen, die Sie sonst so kennen. So, Button blinkt schon wieder. Immer weiter. Nee, der hat noch gar nicht aufgehört. Ah, hier. Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen, liebe Zuschauer. Entspannen Sie sich. Frau Button kann willkürlich in jeder Sekunde zuschlagen. Allerdings, wir haben jetzt 18.22 Uhr mittlerweile. Wann ist meine Sendung aus? Um 6:30, ne? Ja. So, ich muss noch Postkarten ziehen und sobald das jetzt gelöst wird, ich spiele noch gerne 2-3 Runden, nur mehr werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Je nachdem, wann der Button sie jetzt hier reinstellt. Oh, es wird spannend. Gleich macht's einen Schlag und Sie sind im Fernsehen. Wäre heute nicht das erste Mal, stimmt. Jetzt kommt der Trommelwirbel immer so in unregelmäßigen Abständen. Was wird denn heute im Feierabend gespielt? Kann man das, darf man es schon anteasen? Auf was die Zuschauer warten oder auf was sie sich freuen können? So. Fernsehzuhörer zu Hause, ich muss mich kurz abtupfen. Die Konzentration muss auf Ihrer Seite liegen. Wir hatten gerade eine Falschantwort. Mit Raumfahrt. Da habe ich schon versucht, dem Zuschauer klarzumachen, das kann es nicht sein. Nach dieser Falschantwort hat der Button erneut gesucht. Wir sind dann von 150 auf 250 und von 250 auf 300 Euro. Das heißt, irgendjemand, der da draußen sitzt, hat die Chance, 300 Euro netto steuerfrei zu gewinnen. Und wenn es nicht die Raumfahrt ist, dann ist es, wenn Sie mit dem T beginnen, sondern jetzt Sie. Gehen Sie mal das Spiel durch. Es hat genau 9 Buchstaben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, das ist der erste Buchstabe. Zweite, dritte. Was kommt hin? Ich habe ja gesagt, Sie sollen mit dem T beginnen.
300 Euro. Welches Wort haben Sie? Trommelwirbel ist da und jetzt müssen Sie Ihre restlichen 8 Buchstaben da reinsetzen. Es kann nur ein Wort rauskommen und es ist natürlich nicht die Raumfahrt. Die Raumfahrt hat ja ein H und da ist kein H. Und die Raumfahrt hat auch nur ein U und da sind aber 2 Us. Lösen Sie dieses Wort und Sie können viel Geld bekommen. Machen Sie es bitte zu Hause genauso. Nehmen Sie einen Zettel und Stift und schreiben Sie das einfach mal hier so dran. Regie, können wir noch irgendwie einen Buchstaben dazugeben? Hier in meiner Liste. Nee, zweiter nicht. Letzten. Ja, der letzte. Der letzte, liebe Fernsehzuschauer zu Hause, ist... Der letzte Buchstabe ist ein. Aha! So, erster und letzter Buchstabe haben wir Ihnen vorgegeben. 300 Euro und das um kurz vor halb. Also kurz vor Sendeende, liebe Zuschauer zu Hause. Und heute war es mal eine sehr harmonische, nette, sympathische, ich war natürlich auch sehr gut drauf, muss ich sagen, Sendung. Und morgen, ich weiß gar nicht, wer morgen hier ist, am Donnerstag bei Call Taxi, ich weiß nicht, wer es moderiert. Ich nicht. Ich bin morgen für Sie im Feierabend. So, ich muss noch Postkarten ziehen. Wann machen wir das? Gleich, wenn wir einen Anrufer haben, ja? So, was kommt jetzt im Anschluss meiner Sendung? Quizfire, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Folge 1204, glaube ich. 1214, meine, welche Folge? Steht doch da dran, oder? Ein Wort mit 9 Buchstaben. Es ist jetzt ganz leicht, wie ich finde. Obwohl wir natürlich eine Falschantwort hatten, aber jetzt muss es eigentlich jeder haben. Es ist, Achtung, kurz vor 6:30. Gott, wie die Zeit vergeht. Das ist der Wahnsinn. Die Zeit rennt. Zwei Minuten vor 9:30. Und jetzt gehen Sie es durch. Da sehen Sie schon, ich bin ganz in Ihrer Nähe, aber hier können Sie schön sehen, die Wortsuche und dann die Lösung. +1 379 444 999. 90 Sekunden vor 9:30. Tragen Sie es ein, was muss denn da hin? Mit dem T beginnen Sie. So, und dann zweiter Buchstabe, ja, reintragen. Dritter Buchstabe, vierter, fünfter, sechster, siebter, achter und hinten steht ein U. Achtung, 70 Sekunden vor 9:30. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 58 Sekunden. Eieiei. Wie viel Postkarten muss ich ziehen? Eine oder zwei? Eine. Da wäre es mir ganz lieb, wenn wir das jetzt mal machen. Ah, machen wir gleich. 40 Sekunden vor 9:30. Haben Sie eine Lösung? Ich hoffe es und drücke Ihnen die Daumen. Irgendjemand, der da draußen sitzt, hat eine. Es ist nur die Frage, welche.
Sie müssen es durchgehen, sonst haben Sie keine Chance. Achtung, 15, 14, 13, 12. Jetzt! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Feuer! 01379444499 wählen Sie, wenn Sie 300 Euro haben möchten. 9 Buchstaben, ein Wort und beginnen Sie bitte mit dem Tö. Schippi, schippi, wir sind 20 Sekunden drüber. Oh. Ganz kurz Postkartenfrage, bitte schon mal, dass ihr das alles schon direkt am Start habt. Nochmal. So, wie nennt man das Gewicht von Juwelen? Und das ist Karat. Gewonnen hat Steffi Steinbach aus Chemnitz, liebe Zuschauer zu Hause. Und hier sehen Sie unseren Redakteur, unseren Producer Björn Bär, Zuschauer. Ganz hübsch. Neue Frage lautet: An wen verloren die Merowinger? Merowinger? Mit M? An wen verloren die Merowinger, das war also ein Mittelalter, an wen verloren die Merowinger die Macht? An die? Natürlich, ich weiß es. Die Merowinger verloren die Macht an die? Fast. Nicht Merowinger, sondern... Mal nachschauen. So, dann, wenn Sie es wissen, schreiben Sie bitte den Postkader 9 Live Fernsehen GmbH und Co. KG. Postfach 1202 in 85766. Glaube ich. 85764, also unter Föhring. Genau nochmal sagen. Ja, 85765. So, die letzten Sekunden meiner Sendung. Hot-Button blinkt. Wir haben 18.32 Uhr mittlerweile. Und wenn es einen Zuschauer gibt, der da draußen sitzt, macht es bitte jetzt. Und wenn der Trömmelsche geht, da stimmt mal all parat und mal drecke durch ihr Stadt, denn jede Hecht ihr sagt, Kölle Allah, Kölle Allah. Und da ist der nächste Zuschauer. Hallo! Jetzt machen Sie keinen Scheiß. Hallo? Ich glaube, der macht Scheiß. Hallo? 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 3, 2, 1. So, haben wir eine Uhr? 60 Sekunden Uhr, liebe Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer. Und also 3, 2, 1, go. 60 Sekunden, ob man es auf Schießen eingestellt. 58, 57, 56, 54, 53, 50, 59. Ich zähle nicht auf 0. 48, 46, 44, 42, 39. Ich zähle nicht auf 0. 35, 24, 19, 15, 13, 12. Ich zähle nicht auf 0. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, keine Ahnung, Zufallsmechanismus unterwegs, 4, 3, 2, 1, zähle ich auf 0, 1, ja. Ich bin leider nicht der Zufallsmechanismus, liebe Zuschauer, ob Button rennt, 300 Euro, Wichtig ist bitte, dass Sie mir eine Lösung nennen. Eben gerade war eine falsche Antwort, jetzt kommt ein Aufleger, dann kriegst du durch. Jetzt hat's wieder geknallt. Wer ist am Telefon? Hallo, hier ist die Almut. Almut, Gott sei Dank hat die Dame eben am Telefon oder der Herr nichts gesagt. Ne? Sonst hätten sie ja die Kohle nicht bekommen. Ja, Almut, was kommt denn raus? Die Traumfrau.
Almut, 300 Euro für Sie. Wahnsinn. Ist das toll? Ja. Ich hoffe, Sie haben heute einen schönen Tag. Ja? Danke. Bleiben Sie wieder am Telefon. Alles Liebe, einen schönen Abend und dranbleiben. Ja. Liebe Fernsehzuhörer, das war's mit Call-Taxi. Morgen an dieser Stelle steht jemand anderes hier. Mich sehen Sie wieder am Freitag bei Call-Taxi. Und wenn Sie wollen, heute Abend um 11:30 hier bei Non-Live. Prost. You're looking lost, and I don't know the reason, all that I know is that you should not be. Don't run away, the time is now, the place is here. Don't hesitate, for this is very urgent. I'm in a state in which I should not be. It's up to you to let a minute save a day.